Dann darf ich zunächst einmal alle neu hinzugekommenen oder wieder zugeschalteten Interessentinnen und Interessenten für unsere Expertenrunde sehr herzlich begrüßen zu unseren Gesprächen zum Thema künstliche Intelligenz, Big Data und Algorithmen. Wie ich schon eingangs heute Vormittag sagte, diese Gesprächsrunde findet statt im Rahmen der Arbeit einer Arbeitsgruppe der HAK und der HFD, die sich die Aufgabe gestellt hat, Orientierungshilfen zu erarbeiten und Empfehlungen zu geben an Hochschulen der Hochschulrektorenkonferenz, die jetzt vor der Aufgabe stehen, doch systematisch und strategisch das Thema künstliche Intelligenz als im Kontext von Hochschulbildung anzugehen. In diesem Zusammenhang begrüße ich nunmehr als Erster in diesem Nachmittag Frau Professorin Dr. Claudia de Witt von der Fernuniversität Hagen. Sie vertritt das Lehr- und Forschungsgebiet Bildungstheorie und Medienpädagogik. Wir, die Mitglieder der Arbeitsgruppe, sind uns mit Frau Professorin de Witt einig in deren Forderung nach bzw. in ihren Bemühungen um eine noch ausstehende intensive Untersuchung der Veränderung von Bildungsstrukturen und Bildungsprozessen durch KI. Die Ergebnisse ihrer bildungswissenschaftlichen Forschungsarbeit, die sie in vielen Zusammenhängen und Projekten vorantreibt, sind nach unserer Einschätzung für alle unsere Hochschulen von zentraler Bedeutung. Denn bisher ist, das ist jedenfalls unser Eindruck, in keiner Hochschule so richtig klar, wie denn nun das universitäre Bildungsverständnis sich unter KI-Auspizien verändern sollte, könnte, dürfte oder auch nicht. Daran krankt zurzeit jedenfalls mancher Versuch einer strategischen Ausrichtung der Hochschulen, die jetzt nötig wäre. Was uns auch verbindet, das ist der kritische Blick auf die sogenannte digitale Transformation, der unter anderem in dem von Frau Professorin de Witt verantworteten Online-Sammelband Medien im Diskurs seit einigen Jahren eine wichtige Rolle spielt. Dort werden manche auch hochschulpolitische Veränderungs-Euphorien auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, was eine vernünftige Nutzung von Digitalisierung und KI in den Hochschulen ja nur gut tun kann. Auch die dort angesprochene Frage, welche Folgen die Algorithmisierung für die menschliche Autonomie haben können oder vermieden werden sollten, ist hochrelevant für unsere Überlegungen zur Hochschulbildung. Wir sehen, sehr geehrte Frau de Witt, dass Sie einen Sammelband vorbereiten zum Thema KI in der Hochschulbildung. Das ist genau ja das, was unser Zielgebiet ist. Darauf sind wir natürlich sehr gespannt. Aber zunächst freuen wir uns über Ihren Beitrag heute. Bitte schön, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Messner, für die freundliche Begrüßung und ich bedanke mich auch sehr für die Einladung zu dieser Anhörung. Meinem Vortrag habe ich mit Wandel der Hochschulbildung durch künstliche Intelligenz eine bildungswissenschaftliche und medienpädagogische Perspektive überschrieben. Wir wissen ja, dass künstliche Intelligenz in der Hochschulbildung eine immer größere Rolle spielen wird. Gegenwärtig befinden wir uns allerdings in einem Anfangsstadium, in dem wir mit wissensbasierten Systemen und maschinellem Lernen noch relativ modellhaft intelligente Assistenzen, adaptive personalisierte Lernumgebungen, Kompetenzentwicklungsinstrumente und Kompetenzerfassungssysteme schaffen und deren Wirksamkeit für eine diverse Studierendenschaft unter Berücksichtigung von Ethikrichtlinien erforschen. Wie gesagt, wir befinden uns noch in einem Anfangsstadium. Aber wir haben damit in diesem Stadium ja jetzt eben auch die Chance und es in der Hand, mit Kreativität und Innovationskraft an der Gestaltung der Hochschulbildung mit künstlicher Intelligenz mitzuwirken, so wie wir es uns vorstellen.
Und dabei sollten wir von dem Ziel geleitet sein, die individuellen Stärken und Einzigartigkeiten von Studierenden und damit ihre Bildung zu fördern. Also ihre Bildung, das Verständnis der technologischen Entwicklung und aufgeklärter, verantwortungsbewusster Umgang damit müssen zusammengehen. Damit komme ich zu einer der Orientierungsfragen. Welche Fähigkeiten müssen Studierende im Umgang mit Algorithmen und künstlicher Intelligenz erlernen? Kompetenzen sind seit dem Bologna-Prozess zur Zielkategorie der Studiengänge und der Lehre geworden. Und die Kompetenzorientierung dient ja der Befähigung der Studierenden, in beruflichen Anforderungssituationen professionell zu handeln. Das ist ja das wesentliche Ziel auch von Bologna. Die Zukunft der Hochschule in der Big Data-Ära ist davon abhängig, inwieweit sie eben die Beschäftigung mit inhaltlichem Wissen hin zu einer Entwicklung von Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts verlagern kann. Also so wurde ja die Verbreitung der 21st Century Skills vom Stifterverband bzw. vom Hochschulforum Digitalisierung in den letzten Jahren mit Förderprogrammen gezielt unterstützt, ist aber in vielen Hochschulen leider noch nicht Realität. Und da ist eben auch noch sehr viel zu tun. Denn es gibt ja eigentlich schon eine ganze Reihe von Modellen für den Umgang mit Algorithmen und künstlicher Intelligenz, die herangezogen werden können. Also da gibt es ja schon unheimlich viel. Und dazu gehört eben auch beispielsweise der OECD Learning Compass 2030, der eben auch schon die Perspektive für die nächsten 10 Jahre aufwirft. Und der OECD Learning Compass, der formuliert eben grundlegende Future Skills, die man auch immer wieder in anderen Modellen findet und besonders eben kognitive und metakognitive Fähigkeiten beschreibt. Dazu gehören ja kritisches Denken, kreatives Denken, aber auch Selbstregulierung und auch das Lernen zu lernen. Dazu gehören soziale und emotionale Fähigkeiten, wie Empathie, Selbstwirksamkeit, Verantwortung und Zusammenarbeit. Dazu gehören praktische und körperliche Fähigkeiten, einschließlich der Verwendung neuer Geräte für Informations- und Kommunikationstechnologien. Und was an diesem OECD Learning Compass auffällt, sind die transformativen Kompetenzen. Dazu zählt das Schaffen neuer Werte, das Umgehen mit Spannungen und mit Dilemmata und, was ich auch ganz wichtig finde, die Übernahme von Verantwortung. Ist ja auch gerade in den jetzigen Zeiten eine ganz besondere Kompetenz, die nicht zu unterschätzen ist. Dieses Modell beispielsweise sehe ich als überzeugend an, weil es zum einen Fähigkeiten hervorhebt, die unreflektiertes Vertrauen in die maschinengelernten Modelle, gutgläubiges Anwenden oder auch Probleme bei Entscheidungsalgorithmen erkennen kann. Zum anderen berücksichtigt es die vielfältigen Fähigkeiten eines Menschen und damit auch dessen Bildung. Also wenn man die Ausbildung einzelner Anlagen auch als Bildung anerkennt, wie ergänzungsbedürftig sie auch sein mag, wenn man den universitären und totalitären Bildungsbegriff von Humboldt heranziehen würde, der ja eigentlich die Ganzheit des Menschen betrachtet, während hier in den Kompetenzmodellen ja eher einzelne Fähigkeiten betrachtet und summiert werden. Aber dennoch würde ich sagen, dieses Modell enthält es Kompetenzen, es enthält auch Werte, Haltungen, Einstellungen, also schon etwas, was eigentlich auch die Persönlichkeit eines Individuums ausmachen kann. Auch eine gute Grundlage für den Erwerb, von Kompetenzen ist für mich zudem der DICOMP 2.1. Das ist der europäische Referenzrahmen für digitale Kompetenzen.
Und es gibt 5 Kompetenzfelder, die in je 8 Kompetenzstufen gegliedert sind und insgesamt 21 Kompetenzen umfassen. Hierfür gibt es auch interaktive Anwendungen, an denen man erproben kann, inwieweit man selbst schon digital kompetent ist. Auch das ein Modell, was eine Vielzahl an Kompetenzen abdeckt, aber immer noch zu wenig Eingang findet in Bildungsangebote. Im Hinblick auf den Umgang mit KI vertieft für mich Data Literacy diese grundlegenden Fähigkeiten. Denn die zunehmende Durchdringung von Algorithmen in allen Lebensbereichen erfordert zwingend die Fähigkeit, ein grundlegendes Verständnis von Daten zu entwickeln und um sie auf kritische Art und Weise zu sammeln, zu managen, zu bewerten und anzuwenden. Data Literacy ist eine wichtige Querschnittskompetenz, die durch Lehr-Lern-Angebote in den Studienangeboten aller Studiengänge fest verankert werden muss. Anhand der 5 Felder, die Sie hier sehen, lassen sich auch fachspezifische Bedarfe identifizieren. Wenn man nach den Anforderungen an Studierenden in den spezifischen, also in meinem Kontext sind es die geistes- und sozialwissenschaftlichen Fachkulturen, fragt, so sollte beispielsweise aus dieser Perspektive ein Schwerpunkt auf kritisches Denken und der Frage liegen, wie der Umgang mit Daten gesellschaftliche Normen, Werte und Praktiken verändert. Und dies betrifft ja hier den Bereich der Datenanwendung. Der ist also beispielsweise in den Kulturwissenschaften und auch in den Bildungswissenschaften ein ganz zentraler Bereich, den es zu vermitteln gilt, der aber noch zu wenig wirklich in die Curricula eingegangen ist. Studierende in den Sozialwissenschaften benötigen beispielsweise für die neuen Datenbestände und neuen Analysetechniken eine Einführung in die Daten. Was sind Daten? Was ist Information? Was ist Wissen? Sie brauchen auch Kompetenzen im Bereich der Datensammlung und der Datenevaluation. Und diese Bereiche kann man beispielsweise in der Methodenausbildung vermitteln. Es braucht auch für die Sozialwissenschaften auch so etwas wie eine Softwareausbildung. Also man kann eigentlich sagen, dass die hermeneutisch geprägten Disziplinen auch vor der Herausforderung stehen, eine sich rasant wandelnde Quellenbasis zu erschließen, die nicht nur neue Formen der Quellenkritik erfordert, sondern es ist auch dafür ein wirklich basales, grundlegendes Verständnis von statistischen Verfahren notwendig. Also auch, das wäre auch hier der Bereich des konzeptionellen Rahmens. Das sind zwar, Data Literacy ist in aller Munde, auch digitale Kompetenzen, DICComp 2.1 ist bekannt, aber hier würde ich sagen, ist noch viel Nachholbedarf, dass diese Modelle Eingang finden in die Hochschulbildung. Wenn man dann danach fragt, welche Veränderungsbedarfe durch den Einsatz von KI für die Hochschullehre bestehen denn überhaupt, dann kann ich sagen, dass neben der Kompetenzentwicklung von Lehrenden und Lernen auf der individuellen Ebene auch Veränderungsbedarfe durch den vermehrten Einsatz von künstlicher Intelligenz, Big Data und Algorithmen, dass Veränderungsbedarfe noch auf weiteren Ebenen, nämlich auf der institutionellen Ebene, der technologischen Ebene und der hochschuldidaktischen Ebene liegen. Wenn wir uns die Veränderungsbedarfe auf der institutionellen Ebene ansehen, betrifft es für mich die Etablierung einer Datenkultur. Wenn man sich die technologische Ebene näher anschaut, sieht man Veränderungsbedarfe hinsichtlich der bestehenden Lernplattformen. Und da braucht man sicherlich den Einsatz neuer Lernsysteme. Und auf der hochschuldidaktischen Ebene
sehe ich auch die Notwendigkeit der Entwicklung neuer didaktischer Konzepte. Und auf diese Ebenen gehe ich jetzt auch noch mal genauer ein. Was bedeutet die Etablierung einer Datenkultur? Für die Etablierung einer Datenkultur, die ist auch nicht mal ebenso aufgesetzt, sondern dazu bedarf es als erstes einer positiven Einstellung überhaupt der Institution Hochschule zum Einsatz digitaler Daten. Die ist auch noch nicht selbstverständlich. Notwendige Grundlage für die Datenkultur in der universitären Praxis sind zudem die Kompetenzen aller Akteure, von der Hochschulleitung bis zu den Studierenden, um eben digitale Daten zu kultivieren und verwertbar zu machen. Hier kommen eben die angesprochenen digitalen Kompetenzen wie Data Literacy zum Tragen. Also für eine Datenkultur ist es einfach essentiell, datenverarbeitende Prozesse korrekt zu verstehen, einzusetzen, aufrechtzuerhalten und auch nutzen zu können. Dies haben wir beispielsweise auch in dem White Paper KI in der Hochschulbildung festgehalten. Zur Etablierung einer Datenkultur gehört auch, dass sich jede Hochschule transparent zur Einhaltung ethischer Richtlinien verpflichten muss und sich Rahmenrichtlinien für den Umgang mit Daten innerhalb ihrer Institution gibt. Auch dafür gibt es schon tolle Beispiele, wie beispielsweise der Verhaltenskodex Trusted Learning Analytics vom DIPF beziehungsweise vom Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation. Eine Hochschule, die ihre Datenkultur auf Data Literacy aufbaut und sich ethischen Richtlinien verpflichtet, die zeigt eine Datensouveränität, die eine essentielle Grundlage für eine kontrollierte, KI-basierte Lernumgebung auch darstellt. Eine verantwortungsbewusste Implementierung von KI in der Hochschulbildung setzt auch voraus, dass die Studierenden die Autonomie über ihre Lerndaten behalten. Auch dafür gibt es schon Vorschläge, beispielsweise die Einführung von studentischen Datenkonten, sodass die Studierenden immer zu jeder Zeit Einsicht haben in die Daten, die von ihnen gesammelt werden und auch in die Möglichkeit zu entscheiden, ob sie weitere Daten preisgeben wollen oder nicht. Ich komme damit noch jetzt zur technologischen Ebene. Die bisherige Generation von Learning-Management-Systemen, ob Moodle, ILLiaS und ähnliche, also diese Generation, mit der wir es im Moment zu tun haben, ist wesentlich bestimmt von einem sogenannten Transmissionsmodell der Bildung. Das heißt, Wissen, Konzepte, Ansätze oder Ähnliches werden von einer Generation zur nächsten oder übernächsten Generation weitergegeben. Also vielfach findet man ja doch noch eher so eine PDF-Kultur in den Lernumgebungen vor. Aber das ist ja noch nicht, da sind noch viele Funktionalitäten ungenutzt. Aber dieses Modell, diese Vorstellung von Lehre als Transmission ändert sich gerade, bedingt eben zum einen durch die Anforderungen der digitalisierten Gesellschaft an die Heranwachsenden, aber auch an die erwachsene Generation im Sinne des lebenslangen Lernens und zum anderen durch die Möglichkeiten der Technologien von KI und Learning Analytics. Mit der Next Generation von LMS werden die Hochschulen von dem Transmissionsmodell der Bildung zu einem Modell übergehen, das auf Konzepten des aktiven Lernens, auf neuen Ansätzen zur Messung des individuellen Studienfortschritts, auf Konzepten hybrider Kursdesigns und insbesondere auf Personalisierung auch aufbaut. Also Personalisierung ist ja auf den Lernfortschritt eines Lernenden oder einer Lernenden ausgerichtet und unterstützt die Verbesserung der individuellen Handlungsfähigkeit und eben auch Studierfähigkeit. Dafür ist ein datenorientiertes Verständnis von lernenden Individuen notwendig. KI-basierte Algorithmen sind dann für die Datenanalyse, den Abgleich zwischen Ist-
und Sollprofilen, für das Kuratieren von Inhalten und auch für die Begleitung des Lernprozesses im Einsatz. Und das bedeutet aber dann, dass diese neue Generation von LMS für zwei Studierende nicht genau gleich sein wird. Möglicherweise wird diese neue Generation in Richtung cloudbasierte Systeme gehen, in denen eben verschiedene Inhalte und Funktionen zusammengeführt und verbunden werden. Ähnlich wie bei einem Smartphone, bei dem die Benutzer ihre Umgebung direkt mit selbst gewählten Anwendungen gestalten können. Im Gespräch sind ja Learning Experience Plattformen, Lernsysteme, die sich darauf fokussieren, den Lernprozess der Lernenden und nicht eben das Managen der Daten in den Vordergrund zu stellen. Der Ansatz dieser neuen Generation von Learning Management Systemen umfasst eben nicht nur eine Zusammensetzung von technischen Systemen und Technologien wie Machine Learning, Learning Analytics oder Recommender-Systemen, sondern den Einbezug von Lernenden wie Lehrenden, die den Umgang mit Learning Analytics Dashboards, den Umgang mit Empfehlungssystemen und auch mit personalisierten Adaptionen erst noch erlernen müssen, um für sich selbst auch einen optimalen Nutzen daraus zu generieren. In dem Kontext spricht man auch von einer zunehmenden Individualisierung des Studiums und dies erfordert eben Veränderungen auf hochschuldidaktischer Ebene. KI-basiertes Lernen kann ja zum Beispiel Diagnosen zum Wissensstand übernehmen, kann Lerninhalte auswählen oder auch unterstützende Maßnahmen an die Studierenden anpassen. Algorithmen können auf der Basis von Vergangenheitsdaten Entscheidungsfindungen automatisieren, sie können Echtzeitinformationen verarbeiten und daraus unmittelbar Aktionen ableiten oder auch große, komplexe Datenmengen analysieren und auf dieser Grundlage Vorhersagen erzeugen. Um dieses ganze Potenzial in der Lehre zu nutzen, bedarf es neuer Konzepte individualisierter Hochschuldidaktik. Und in diese Konzepte muss zum einen die technologische, personalisierte Unterstützung der neuen Generation, der LMS, der Studierenden einfließen. Und zum anderen muss auch der Aufgabe der Lehrenden als Förderer von kritisch denkenden, selbstbestimmten und gesellschaftlich handlungsfähigen Individuen mehr Raum gegeben werden. Also ich denke da etwa an eine Art Hybriddidaktik, die berücksichtigt, dass die Interaktion mit der Technologie immer natürlicher wird und die Kommunikation mit den Systemen über unsere Sprache und unsere Geste erfolgt. Und zudem meine ich, bedarf es einer zeitgemäßen Theoriebildung der Didaktik, Mediendidaktik, die beispielsweise die Ideen der kybernetischen Didaktik auch wieder mal aufnimmt, sich damit näher beschäftigt und auf der Basis aktueller kritischer bildungs- und medientheoretischer Diskurse weiterentwickelt. Was wird im Hochschulbetrieb, vor allem in der Lehre, ersetzt oder was ergänzt, kann man sich ja jetzt fragen. Wir gehen heute davon aus, dass künstliche Intelligenz Vorteile und Verbesserungen für Studium und Lehre durch automatisierte Problemlösung, Entscheidungsfindung, Prognosenstellung und Empfehlungsgebung liefert. Bots beispielsweise können auf Anfragen von Studierenden in Echtzeit reagieren und von immer wiederkehrenden Fragestellungen entlasten. Angefangen bei einer ersten Studienberatung über Fragen zu einer passenden Auswahl von Modulen in einem Studiengang oder über Anforderungen für die Leistungserbringung bis hin zu Informationen in einer Prüfungssituation. Also Studierende machen personalisierte Erfahrungen nicht mehr durch die Interaktion mit Lehrenden, sondern mit Recommender-Systemen bzw. Sprachbots, die ihre Fragen zielgerichtet beantworten. Sie müssen sich also nicht mehr durch eine ganze Reihe von Fragen und Informationsquellen kämpfen, sondern sie können Anfragen auch markieren, die dann
wo Sie meinen, dass die, dass der Bot doch nicht so zielgerichtet geantwortet hat und Sie weitere Informationen brauchen und können ja dann auch wieder mit dem Lehrenden Kontakt aufnehmen, wenn die Antworten des Bots unbefriedigend sind. Das heißt für mich eben, dass der Hochschulbetrieb durch KI weniger von Substitution, weniger durch einen Ersatz betroffen ist, als vielmehr zukünftig von augmentierter Intelligenz und augmentiertem Lernen gekennzeichnet ist. Und dass die Zusammenarbeit der menschlichen Akteure mit der Technologie zu einer kontinuierlicheren Qualitätsentwicklung und Verbesserung des Hochschulbetriebs führen kann. Augmentierte Intelligenz macht sich die Fähigkeit eines Computers zunutze, riesige Informationsmengen zu speichern, zu verarbeiten und darauf zuzugreifen, sodass also die Akteure, unter anderem Studierende und Lehrende, nicht alles über eine Situation immer wissen müssen, aber ihre Entscheidungen und Urteile besser absichern können. Ein KI-Assistent kann zwar Empfehlungen auf der Grundlage riesiger Datenmengen geben, aber sie beziehen sich eben nur auf einen spezifischen Bereich und beinhalten möglicherweise Urteile, Vorurteile der Datenbasis, sodass die Einschätzung der Ergebnisse immer noch in der Hand der Hochschulakteure, insbesondere der Lehrenden und Studierenden, liegen muss. KI-gestützte Anwendungen werden also auch die Lehrenden nicht ersetzen, sondern sie in ihrer Lehre unterstützen. Sie reduzieren für die Lehrenden den Zeitaufwand für Routineaufgaben und aufwendige Recherchen. Dafür können diese, die Lehrenden, sich auf ihre Lehre und Forschung konzentrieren. Auch wird der reale Hochschulcampus nicht durch einen virtuellen Campus ersetzt, sondern die physische Infrastruktur der Hochschule verschmilzt mit den digitalen Technologien. Auch an der Fernuniversität wird es weiterhin einen Campus geben und er wird noch mehr mit den Technologien allerdings verschmelzen. Damit komme ich zur Rolle der Hochschulen im Prozess der voranschreitenden Entwicklung von KI und Big Data. Zunächst einmal erbringen Hochschulen in der Grundlagenforschung neue Erkenntnisse, aus der neue KI-Technologien für den Einsatz in der Wirtschaft, Gesellschaft und Bildung hervorgehen. Außerdem findet in den Hochschulen ja verstärkt Anwendungsforschung zu künstlicher Intelligenz in Studium und Lehre statt. Also so können Hochschulen zentrale Impulsgeber für die Gestaltung von künstlicher Intelligenz im Kontext von Lehren und Lernen sein. Sie können auch als Anwendungsfeld für KI-Implementierungen eine derartige Nutzung mit begleitender Forschung erfolgreich demonstrieren und Vorbild für eine lernendenzentrierte Datenkultur sein. Hochschulen können also dementsprechend Impuls- und Empfehlungsgeber, Testbeds und Vorbilder im Sinne von Good Practice für die Gestaltung von Konzepten digitaler Kompetenzentwicklung, für die Gestaltung von neuen didaktischen Ansätzen, von technologischen Ansätzen unter Einbeziehung von Qualitätskriterien wie Erklärbarkeit und Nachvollziehbarkeit und auch die Einhaltung ethischer Prinzipien im Umgang mit sensiblen Lerndaten durch Leitfäden oder Verhaltenskodizes sein. Und vor allem vermitteln sie die notwendigen Kompetenzen für einen den gesellschaftlichen Wertvorstellungen und bildungstheoretischen Anforderungen entsprechenden Einsatz von und mit KI. Und sie bilden Studierende in der verantwortungsbewussten Entwicklung, Implementierung und Nutzung künstlicher Intelligenz aus. Komme ich zum Resümee. Alle Akteure in der Hochschulbildung müssen wissen, dass KI in der Hochschulbildung bedeutet, mit einer Datifizierung oder um mit Mersch zu sprechen, auch mit einer Mathematisierung von Lehre, Studium und Forschung konfrontiert zu sein. Und dann auch mit Vorhersagbarkeits-, Berechenbarkeits- und Kontrolloperationen zu tun zu haben. Umso wichtiger ist es, dass eine Menschenzentrierung bereits in den Systemen selbst verankert ist
Und diese Auffassung teile ich unter anderem mit dem DFKI, mit dem wir ja auch verschiedene Anwendungen erstellen und wo es uns darauf ankommt, eine Kombination von Verfahren des maschinellen Lernens mit wissensbasierten Systemen in Verbindung zu bringen. Also sozusagen auch in Richtung hybrider KI-Systeme zu gehen, denen eine Menschenzentrierung zugrunde liegt, weil eben auch da schon bereits das menschliche Expertenwissen mit einfließt. Und letztendlich sollten wir uns in einer Balance zwischen Gestaltungswillen und kritischem Bewusstsein bewegen. Allein kritisches Bewusstsein bringt Innovationen nicht auf den Weg, sondern wir brauchen auch zum kritischen Bewusstsein den Gestaltungswillen und wir brauchen unser Denken, unsere Urteilsfähigkeit, um Fehler aus den Modellen zu finden, auszubessern und die Qualität von Entscheidungen, ob technologische Entscheidungen oder auch menschliche Entscheidungen zu verbessern. Damit bedanke ich mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Frau de Witt, für diese Orientierung, die Sie uns gegeben haben. Und vielen Dank, dass Sie sich auch ein bisschen enger an die Leitfragen gehalten haben, die wir Ihnen ja mitgegeben haben. Ich glaube, das wird uns in unserer Arbeit doch erheblich helfen. Jetzt schaue ich mal in den Chat, ob da schon eine Frage zu erkennen ist. Ist noch nicht der Fall. Dann beginne ich mal mit einer Frage, die mir natürlich aus der Sicht von Hochschulleitung sofort auf den Nägeln brennt. Sie haben ja in der Tat, und das sehen wir genauso, auf der institutionellen Ebene klargestellt, es geht um die Etablierung einer Datenkultur und dazu gehört, das haben Sie ja auch in Spitzenstellung sozusagen formuliert, die Veränderung von Einstellungen. Ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt und da erhebt sich natürlich die ganz schlichte Frage, wie ändern wir innerhalb einer Hochschule in Hinblick auf oder in Richtung Datenkultur Einstellungen? Können Sie uns da weiterhelfen? Ja, ich meine, diese Einstellungen oder auch erstmal so diese kritische Haltung gegen Digitalisierung findet man ja nicht nur in der Hochschule, findet man ja auch noch ganz viel in der Schule. Deswegen braucht man sich auch noch nicht wundern, dass Konzepte, tolle Konzepte noch keinen Eingang gefunden haben. Wie kann man Einstellungen ändern? Man sollte da mit anfangen, wie heißt es immer so schön, die Mehrwerte deutlich zu machen. Also was überzeugend ist, dass man mit den neuen, mit KI-basierten Anwendungen zeigt, was damit machbar ist, was dadurch verbessert werden kann. Welchen Mehrwert man dadurch erzeugen kann. Und eigentlich auch muss man, also bei jeder, auch die Einstellung ergibt sich auch daraus, dass ich auch einfach mal kennenlerne, was Verfahren oder was überhaupt hinter KI steckt. Also eigentlich muss sich auch jeder, auch die Hochschulleitung, sich mit künstlicher Intelligenz ein bisschen beschäftigen, auseinandersetzen, was damit verbunden ist und welche Möglichkeiten sie für Studium und Lehre bieten kann. Dafür kann sie sich Expertise heranholen oder auch zusammen mit den Fakultäten überlegen, in welche Richtung sie gehen wollen und was man damit machen möchte. Soweit einmal. So, es ist schwer. Aber ich glaube, die Hochschulleitungen sind da schon ganz gut auf dem Weg. Denn man sieht ja, dass man eigentlich an diesen neuen Entwicklungen gar nicht mehr vorbeikommt. Jeder erlebt das ja in seinem Alltag, dass wir mit Algorithmen zu tun haben. Und wir müssen auch damit klarkommen, dass wir müssen einfach damit umgehen, dass wir Daten abgeben müssen. Das ist eigentlich auch ganz klar. Also diese Angst davor, kontrollierbar zu sein, die Daten nicht mehr in der Hand zu haben, überwacht zu werden, die besteht und die ist auch nicht ganz unberechtigt.
Aber es besteht ja gerade an den Hochschulen die Möglichkeit, diese Systeme zu gestalten und sich nicht von irgendwelchen großen Technologieunternehmen die Gestaltung aufoktroyieren zu lassen. Ja, vielen Dank. Jetzt habe ich aus dem HFD-Team eine Nachfrage im Chat, die ich Ihnen gerne vorlesen möchte. Vielen Dank für den umfassenden Überblick und die vielen Anregungen. Ich habe eine Frage bezüglich des Veränderungsbedarfs der Quellenkritik. Inwiefern verändert künstliche Intelligenz die Fragen, die an Informationsquellen gerichtet werden, beziehungsweise inwiefern bleibt der Fragenkatalog unabhängig von der Art der Informationsquelle und muss dies auch so bleiben? Ich denke, die Frage ist von Frau Scholl gekommen, die sich ja deswegen auch zugeschaltet hat. Möchten Sie noch was ergänzen, Frau Scholl, oder erläutern, was Sie... Nein, erläutern eigentlich nicht. Das war eine ganz typische Frage. Es hat mich aber trotzdem angesprochen in Ihrem Vortrag und ich dachte, darüber könnten wir vielleicht mal diskutieren. Was ändert sich eigentlich bei der Quellenkritik? Denn es ist ja grundsätzlich erstmal der Anspruch der Quellenkritik eben auf einer anderen Ebene als der Informationsquelle selber sozusagen die Fragen zu entwickeln, die an die Informationsquelle herangetragen werden. Ich bin Historikerin, deswegen wäre sozusagen die Beobachtung aus meiner Ausbildung, dass wir eben über einen ganzen Zeitraum, über Jahrhunderte hinweg mit der Methode der Quellenkritik immer dieselben Fragen eigentlich an Quellen richten, beziehungsweise Fragen, die auf dieselben Aspekte zur Erschließung der Quelle abschließen. Und da wäre jetzt eben meine Frage, inwiefern verändert sich das jetzt eigentlich durch KI? Oder ist es gerade wichtig, dass die Quellenkritik auf dieser Metaebene bleibt? Genau, also da würde mich einfach jetzt Ihre Meinung zu interessieren. Ja, also dieser Hinweis, dass es neue Formen der Quellenkritik bedarf, ist auch durch eine Zusammenarbeit genau mit Historikern beziehungsweise mit Historikern aus unserer Fakultät entstanden, weil wir nämlich geguckt haben, welche Bedarfe haben wir in den Kompetenzfeldern von Data Literacy. Und daraus ist halt der Bedarf gekommen, dass es neue Formen der Quellenkritik bedarf aus der Geschichtswissenschaft. Ich kann da jetzt nicht so im Detail was zu sagen, da bin ich auch fachfremd, ehrlich gesagt. Aber man sieht Potenziale, Algorithmen zu nutzen. Also einerseits kritischer drauf zu gucken, aber auch Algorithmen zu nutzen, um Quellenkritik betreiben zu können. Ah, also, okay. Also dass man... wieder diese Augmentierung, dass man eigentlich auch die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz benutzt, um eigentlich auch die Quellenkritik, also die Methoden zu erweitern, weiterzuentwickeln. Sehr spannend, vielen Dank. Ich habe jetzt hier einen Kommentar aus dem YouTube-Chat. Eine Annabelle Bilz schreibt bezüglich Haltungswandel. Ich glaube, dass es enorm hilft, diejenigen zu fördern, die schon aktiv und engagiert sind und nicht zu versuchen, zuerst die SkeptikerInnen zu erzeugen. Sehen Sie das genauso, Frau de Witt? Ja, ich danke Annabelle Wills. Wir kennen uns ja sehr gut. Wir sind ja jahrelang an der Fernuniversität, haben wir zusammengearbeitet. Und da spricht auch die Erfahrung von Annabelle Wills und auch meine Erfahrung. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, da ich ja jetzt schon auch viele Jahre im Bereich der Digitalisierung von Bildung unterwegs bin, dass man zeigen kann, was man alles damit machen kann. Und man kann dann eben diejenigen, die noch wenig Erfahrung haben oder die auch noch ein bisschen skeptisch sind, einfach auch mal mitnehmen und an guten Beispielen, an Best-Practice-Beispielen partizipieren lassen. Das ist ja eigentlich auch ein guter Ansatz, ja. Okay, ich sehe im Moment im Chat keine weitere Frage. Ich wollte noch mal zu sprechen kommen. Das ist praktisch eine Anschlussfrage oder eine Parallelfrage zu dem, was Frau Scholl eben angesprochen hat. Stichwort, was Sie genannt haben, die Mathematisierung von Lehre, Studium und Forschung.
So nach meinem Eindruck hat sich inzwischen an den deutschen Hochschulen die Einschätzung schon herausgestellt, dass an einer gewissen Mathematisierung, in dem Sinne, wie Sie es auch verstanden haben, kein Weg vorbeigeht, weil sie eben auch sozusagen ein Schritt zur Ergänzung und zur Augmentierung sein kann. Trotzdem gibt es aber doch, ich sage mal, vor allen Dingen in den hermeneutischen Disziplinen, wie Sie das genannt haben, und das ist dann sozusagen schon ein Stück weiter als etwa in der Geschichtswissenschaft, gibt es doch erhebliche Besorgnisse, dass durch ein statistisch orientiertes Herangehen, zum Beispiel an Texte, einfach Fragestellungen, die bisher im Mittelpunkt dieser Fächer standen, im Grunde gar keine Rolle mehr spielen. Also Kollegen sagen mir, was wird eigentlich aus dem Interpretieren von Texten? Wird das nicht sozusagen in den Hintergrund treten oder verkümmern in gewisser Hinsicht, weil statistische Fragen, die man an Texte richten kann, viel einfacher zu beantworten sind? Also wie verändern sich auf diese Weise zum Beispiel die Themen von Abschlussarbeiten, von Dissertationen und so weiter? Führt das nicht automatisch zu einem, ich sag mal, Gestaltwandel und völlig neuen Denkansatz in bestimmten Fächern, weil eben Dinge nicht nur ergänzt werden, sondern auf der anderen Seite verloren gehen? Wie würden Sie darauf antworten? Also ich sehe nicht, dass diese Interpretationsleistungen verloren gehen oder diese Analysefähigkeiten von Texten. Also wenn ich jetzt von der Bildungswissenschaft spreche, wir sind ja auch daran interessiert, wir lesen ja auch Texte. Studierende müssen Texte sich erarbeiten. Aber künstliche Intelligenz kann uns dabei unterstützen bei unserer Interpretationsleistung. Also es wird nicht ersetzen, wenn wir das nicht wollen, sondern künstliche Intelligenz kann uns helfen, weitere Quellen zu erschließen, kann uns Hinweise geben, wo unser Augenmerk vielleicht zu wenig drauf gerichtet ist, kann ja Impulsgeber sein, kann Empfehlungen geben für weiter vertiefende Literatur. Also ich sehe das nicht so pessimistisch, sondern es kommt dabei nicht auf die Technologie an. Ich sehe nicht das Problem in der Technologie, sondern es liegt an uns, was wir wollen, welche Bildungsziele, Lernziele wir verfolgen möchten. Und wenn wir weiterhin auch diese Interpretation mit Texten brauchen, dann geht das auch nicht verloren, sondern dann kann man die Technologie so dementsprechend auch gestalten. Okay, vielen Dank. Ich sehe im Moment doch eine neue Frage ist noch reingekommen. Dafür passt unsere Zeit auch noch. Frau Vogel, das ist ein Mitglied unserer Arbeitsgruppe, schreibt, besteht hier nicht die Gefahr der Filterbubbles, der Informationsblasen? Ich weiß nicht genau, worauf sich das jetzt bezieht, aber... Ich sehe das... Hören Sie mich? Ja. Ja, sorry, ich schalte mein Video heute nicht an. Ich hatte echt eine üble Nacht, also deswegen schalte ich mich nur per Ton dazu. Was ich meine ist, Sie haben gesagt, dass die KI beispielsweise Leseempfehlungen geben kann oder dass die KI bei Recherche unterstützen kann. Aber haben wir da nicht genau die gleiche Problematik, die wir beispielsweise bei Google oder Amazon haben, dass uns im Prinzip dann nur die Sachen vorgestellt werden, sozusagen, in die wir schon arbeiten? Also was ich damit sagen will, ist, was passiert mit der epistemischen Neugier? Also was passiert mit dem Überwinden eigener mentaler Lerngrenzen, was ja, ich sag mal, Denkerinnen und Denker der Vergangenheit wunderbar geschafft haben ohne KI. Und jetzt nehmen wir KI dazu und wird genau das sozusagen abgenommen. Ja, also die Gefahr besteht. Also es gibt ja auch das Beispiel von der Kollegin Wessels, die das Szenario beschreibt, wo Studierende
KI verwenden, um ihre Hausarbeit schreiben oder ein Abschlussarbeiten schreiben zu lassen. Und die Lehrenden nutzen die KI, um ihre, um das Gutachten für diese KI-basierte Abschlussarbeit zu erstellen. Also das sind halt schon wirklich Paradoxien, also oder Dimensionen, die durchaus real sind. Wir wissen darum und klar, wir brauchen auch dazu noch Forschung. Wir müssen auch gucken, wie man dann KI so gestalten kann, dass wir trotzdem die Studierenden zu ihrer eigenen Urteilsfähigkeit oder bei ihrer eigenen Urteilsfähigkeit unterstützen oder auch die fördern. Dass es nicht nur darum geht, jetzt einfach sich auf die KI zu verlassen, was sie mir empfiehlt, sondern wichtig wäre mir, eine gut gestaltete KI zu entwickeln, die eben die Urteilsfähigkeit fördert. Soweit kann ich das nur sagen. Und dazu brauchen wir noch ganz viel, wir brauchen dazu viel Forschung. Wir sind da noch am Anfang. Ja, vielen Dank, Frau de Witt. Wir sind am Ende unserer Zeit. Und ich danke Ihnen nochmal, dass Sie sich zur Verfügung gestellt haben und nochmal für Ihre wichtigen und interessanten Informationen. Damit schließen wir jetzt sozusagen dieses Kapitel ab.